Also wenn du das Auto siehst, dann denkst du... Optisch ist das eine richtige Bombe, muss man sagen. Gell? Das holt einen schon ab. Also ja. Bei mir, ganz ehrlich, hat es den Will-Haben-Effekt ausgelöst. Ja, genau. Ja. Was mich noch interessiert, weil du ja schon gefahren bist mit dem Auto, treibt denn der alle vier Räder an oder nur zwei? Schnitzel. Jeder GTI hat, was hat er für einen Antrieb? Frontantrieb, richtig. Und aber das Auto hat sogar noch eine Sperre. Vorne eine Quersperre. Ah, das ist natürlich super, weil da kannst du schön die Kraft auf den Boden bringen. Das exakt. Wenn du ein Auto mit so viel Leistung an der Vorderachse ohne Sperre hast, dann wuselt es immer genau, so. Genau. Ja, und das macht das Auto echt gut. Aber dann verbinden mit den breiten Reifen, hast du auch eine gute Seitenführung natürlich. Gell? Also wenn ich so das Konzeptauto so sehe, würdest du jetzt denken, boah, der hat überdimensionierte Reifen. Mhm. Aber das ist nicht richtig. Also die sind zwar schon sehr groß, aber die helfen natürlich dem Auto natürlich für die Fahrbarkeit. Genau, ne? Also für mich muss der auch diese breiten Reifen bekommen. Das also, denke ich mal, dass du übertragen kannst. Ne? Genau. Genau. Ist ja klasse, ne? Passt zum Design, ne? Ausgestellte Kotflügel. Ja, super. Ich meine, das, optisch ist das eine richtige Bombe, muss man sagen. Ja, ist eine richtige Rakete, echt. Richtig schön. Ja. Auch mit den GTI-Waben unten. Mhm. Da der Aufkleber Do Not Step. Wie bei dir am Splitter. Du hattest ja früher am Rennauto auch den Splitter, oder? Sind viele draufgetreten. Ja, leider, ne? Hast du das Auto mal richtig von hinten begutachtet, so mit dem Flügel und so? Ja. Also wie ich jetzt hierher gekommen bin, habe das zum ersten Mal wirklich jetzt hier in Natura gesehen und hat mich richtig begeistert. Ey. Toll. Das holt einen schon ab. Also bei mir, ganz ehrlich, hat es den Will-Haben-Effekt ausgelöst. Ja, genau. Ja. Ich finde das immer gut, wenn wir zusammen sind. Du erzählst immer so Anekdoten. Was mich mal interessieren würde, wie viel von den Anekdoten sind wahr und wie viel sind zum Beispiel einfach nur dahergeschwafelt? Und es gibt gute Geschichten, die man ein bisschen natürlich auch ein bisschen verbessert, damit sie noch besser werden. Aber man kann schon sagen, 90% sind sie wahr. Gell? Weißt du, was mir mal widerfahren ist? Ich habe mal dafür gesorgt, dass ein komplettes Flugzeug evakuiert werden musste. Nee. Ist schon ein paar Jahre her. Wie kam das? Und zwar tatsächlich, bin ich ja mal in so einem Junior-Programm gewesen von einem Hersteller. Und da sind wir immer nach England geflogen, zur Formel-1-Fabrik. Und durften mit den Ingenieuren Technikseminare abhalten und haben wir Quatsch gemacht. Also mit mehreren natürlich, die ganzen Junior-Fahrer da. Das hat dafür gesorgt, dass sie das Flugzeug gestoppt haben, kurz vor Abflug, kein Witz. Und komplettes Flugzeug evakuiert. Na, ja, kein Witz. Ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt, die Geschichte, gell? Bei mir? Ja. Echt? Ja. Würdest du mich so einschätzen? Ja. Du bist da auch für alle Gelegenheit, jeden dumme Streiche zu haben, gell? Ich glaube nicht, das stimmt, gell? Okay, ist wahr. Ist wahr. Hast recht. Jetzt erzähl ich dir auch eine von mir. Ich bin mit dem 1er GTI, weil die Enstal-Klassik-Rallye mitgefahren, die Winterrallye, wo es richtig Schnee hatte, hatte einen namhaften Journalisten als Beifahrer, nenne jetzt mal keine Namen. Und da war dann die Stoderzinkenprüfung und da haben wir am Vorstart gestanden. Und da kam er und sagte, nee, ich würde euch empfehlen, dass ihr unbedingt Ketten auflegt, weil das ist relativ Schnee und relativ schlimm. Da habe ich gesagt, so, mein Beifahrer kommt, die Ketten liegen im Kofferraum, mach sie schon mal drauf. Ich muss mal schnell aufs Heißeln, das war da am Start. Habe mich dann noch verquatscht mit einem, komm raus, setz mich ins Auto rein, wir fahren los, drehen die Vorderräder durch. Hat der Depp die Ketten hinten drauf montiert, gell? Na aber. Die Geschichte ist wahr. Stimmt nicht, gelogen. Ah. Okay. Juhu! 2-0. Volkswagen.